Vielleicht sollte ich es mal ruhiger angehen. Bloß nicht sehen lassen. Göttin des Krieg. Hast du die Siegel für... Vielleicht war Athena ihr... Ich versuche stets gut... Dieser Feld... Wie? Wenn er so gut ist... Der Krieg ändert die... Das tut er.
Du bist hier. Natürlich. Barnabas war drauf und dran, nach dir zu sehen. Wie er sagte, der Gedanke zählt, nicht wahr? Offensichtlich. Komm. Sorry, dass ich gerade eben aus der Party raus bin. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Cleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Was macht ihr? Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Cleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Es fühlt sich anders an ohne Perikles. Doch seine Idee lebt weiter. Deshalb sind wir hier. Wo wir uns einst trafen, um Probleme zu vergessen, gehen wir sie nun frontal an. Und kommen zurück zu dem, was wirklich zählt. Athen wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Ihr wollt also Cleon stürzen. Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut für Athen. Er hat recht. Aristophan. Ein Stück? Ach, mach dir nicht so. Würde es viel mehr Spaß machen. Ich habe ihn vorhin geschrieben, wie sieht's aus? Und dann hat er gesagt, ein bisschen später. Das ist aber jetzt schon eine Stunde her. Was ist so besonders an diesem Stück? Wird dein berühmter orange Affe auch wieder ein Teil davon sein? Lustigerweise war genau er meine Inspiration. Ist es kein Risiko, ihn vor seinen Bewunderern in so schlechtem Licht zu zeigen? Das Stück wird ihre Meinung ändern. Gute Kunst ist riskant, aber mein Plan wird aufgehen. Wir können nicht nur rumsitzen. Cleon schickt ein Boot nach Mytilene. Das Volk vertraut Cleon. Also Andrea hat mir ja vorhin geschrieben, dass die Liste kommt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Cleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. Hier ist ein paar Stunden los und die Karte. Zum Glück bist du hier. Ich werde Donnerstag nochmal fragen, ob du immer noch erschöpft oder ob ich nächste Woche. Wäre ich nur geblieben. Jemand hätte Cleon aufhalten müssen. Narren blicken ja, in die Vergangenheit. Und du bist kein Narr. Versuchen wir erst, Mytilene zu retten. Ach, so etwas ist das hier? Eine Art Plan? Schon als Cleon das erste Mal von Mytilene sprach, wusste ich, dass etwas faul ist. Und versuchte herauszufinden, was genau. Sonst keine großen Aufgaben. Wenn wir wissen, wo Cleon ist, sollte ich ihn einfach treffen. Unser Problem hier wird nicht durch den Tod eines Einzelnen gelöst. Wir müssen dabei an ganz Athen denken. Ja, aber er hat doch deshalb andere Methoden gefragt. Einer meiner Schüler gibt sich zurzeit als Wache in der Akropolis aus.
Ein ungewöhnlicher Schachzug, aber es sind ungewöhnliche Zeiten. Und die erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Beim ersten Mal hast du nicht zugegeben, das Scherbengericht manipuliert zu haben. Jetzt sprichst du offen von Mord an einem Menschen. Kein Mensch, Claire. Denk über ihn, was du willst. Aber sein Herz schlägt genauso wie deins und meins. Das hat sie gar nicht gemacht. Wir können nicht über unseren eigenen Tod verfügen. Warum dann über den anderen? Sokrates, Kleon verdient den Tod. So wie wir alle, irgendwann. Doch nur die Götter bestimmen ihn. Nein, er bestimmte ihn, als er die Flotte schickte, um einer ganzen Insel den Tod zu bringen. Also glaubst du, es ist gut, einen Menschen zu töten, um 1000 zu retten? Da kommen dann alle ganz sicher. Und was, wenn Kleon glaubt, der Tod Tausender rette 1 Million? Ist das dann auch gut? Was definiert seine Taten als gut? Und entsprechend, was definiert deine? Fand ich das so umständlich. Ja, die Gewehr hat sowas auch gemacht, aber halt einfach. Ich definiere mich selbst und ich bin nicht Claire. Sich einfach machen lassen. Das gilt auch für jeden anderen Athener, den ich kenne. Doch um sie zu überzeugen, brauchen wir Beweise. Was, wenn sich das Volk nicht gegen Claire wendet? Es wird. Ich werde schon bald vor dem Volk sprechen. Mit deiner Hilfe entlarven wir den Mann hinter der Fassade. Wo soll ich für dich hingehen? In den westlichen Teil des Heiligtums der Akropolis. Kannst du etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Soweit ich weiß, liebt Kleon vor allem die Statue der Athena. Klingt zwei auf einem guten Ausgangspunkt. Ich werde auf der Akropolis etwas finden, dass Kleon nicht von sich weisen kann. Gut, ich werde schon bald zu den Menschen auf der Pnyx sprechen. Was weiß ich. Wenn du etwas Hilfreiches findest, triff mich doch. Reicht das doch. Ich beeile mich. Ganz ruhig. Wovon? Mein Meisterwerk! Es wird alles verändern. Ich bin weder bei den Göttern. Woher willst du das wissen? Besorg dir eben einen anderen Schauspieler. Oh. Wo würde ich ihn? Das dauert nicht lang. Ich brauche mehr Informationen, Ich versuche zu helfen. Kannst du etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Soweit ich weiß, liebt Kleon vor allem die Statue der Athena. Klingt nach einem guten Aus. Wo soll ich anfangen? Ich hörte Kleon. Diese Tat wird Perikles rächen. Jetzt kommt alles er zusammen. Wäre stolz auf uns. Zum Glück bist du hier, Alexios. Ich bin immer noch erschöpft vom Gefängnisüberfall. Na, endlich jemand, der Lust auf ein bisschen Du wirst schon drüber hinweg. Vielleicht kannst du... Wir stecken mit... Jedenfalls bis... Dann verbrauche sie für etwas... Was könnten... Angespannt... Tja... Vielleicht...